Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 24, Bericht des Petitionsausschusses. Fünfter Bericht der Vorsitzenden des Petitionsausschusses betreffend Tätigkeiten der 19. Wahlperiode, Berichtszeitraum 2018. Wir haben uns vereinbart, dass die Vorsitzende 10 Minuten hat und danach die Fraktionsredner 5 Minuten. Spricht die Vorsitzende, Frau Kollegin Strube. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als neue Ausschussvorsitzende im Petitionsausschuss darf ich Ihnen heute und jetzt nach den zwei hitzigen Debatten den trockenen, aber dennoch wichtigen Bericht des Petitionsausschusses vorstellen. Und ich freue mich, dass noch so viele hier anwesend sind und noch nicht in die Mittagspause gegangen sind. Herzlichen Dank dafür. Es ist der insgesamt fünfte Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses in der 19. Wahlperiode und der erste, den ich in meiner neuen Funktion vorstellen darf. Im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 sind insgesamt 1.006 neue Petitionen im Hessischen Landtag eingegangen. Dies sind zwar knapp 12% weniger als im Jahr 2017. Dass dadurch jedoch ein geringerer Arbeitsaufwand entstanden ist, kann ich mir nicht vorstellen. Das kann das Petitionsreferat wahrscheinlich besser beurteilen. Warum ist das so? Nun, auch 1.006 neue Petitionen bedeuten viel Arbeit, wichtige Arbeit. Dies liegt im Kern der Sache. Eine Petition ist für die Bürgerinnen und Bürger die niederschwelligste Beteiligungsform am aktiven Politikbetrieb im Hessischen Landtag, die wir haben. Es spielt dabei aber keine Rolle, ob eine Petition von 10 Personen, 1.000 Personen, einer Million Personen oder nur einem Petenten unterschrieben wird. Alle werden gleich behandelt. 1.006 Einzelfälle. Für die Petentinnen und Petenten ist es die Möglichkeit, sich ohne Kostenfolge an die Volksvertretung direkt zu wenden. Und die 21 Mitglieder, darunter 11 Frauen und 10 Männer, paritätischer kann man den Ausschuss kaum besetzen, herzlichen Glückwunsch, haben im Jahr 2018 insgesamt 10-mal getagt, um sich mit den eingegangenen Petitionen zu befassen. Die Themengebiete und Inhalte der Petitionen sind dabei sehr vielfältig und teils höchst komplex. Die einzelnen Beispiele möchte ich jetzt noch nicht benennen. Ihnen wurde der Bericht übersandt. Dies können Sie selbst nachlesen, oder wir verbringen damit unsere Mittagspause. Insgesamt wurden 787 Petitionen abschließend behandelt, wovon aber nur ein kleiner Teil von etwa 8% als positiv bzw. teilweise positiv erledigt wurde. Etwa 43,5% der Petitionen wurden als neutral abgeschlossen. Dies ist meist dann der Fall, wenn die Petition zuständigkeitshalber an den Deutschen Bundestag oder andere Landtage weitergeleitet wird. Die Mehrheit der Petitionen, nämlich 48,54%, werden nach Sach- und Rechtslage abgeschlossen. Für die Petenten bedeutet dies, dass wir dem Anliegen nicht entsprechen konnten. Auch wenn die Anliegen oft sehr nachvollziehbar sind, ist es unsere Aufgabe, das Verwaltungshandeln der Regierung und der hessischen Institutionen zu kontrollieren und zu überprüfen. Es steht dem Ausschuss jedoch nicht zu, die Rechtsaufsicht der Landesregierung oder den ihr nachgeordneten Verwaltungen zu übernehmen. Dazu haben wir eine funktionierende Gewaltenteilung mit Gerichten, die dies im Sinne unserer Verfassung tun. Und unabhängig vom Ausgang des Verfahrens kann der Petitionsausschuss aber eine vermittelnde Aufgabe übernehmen. Dies ist besonders in festgefahrenen Konflikten zwischen Verwaltung und Petenten ein probates Mittel, um teils komplizierte Verwaltungsverfahren in verständlicher Art und Weise dem Petenten zu erläutern. Wie im letzten Jahresbericht machten auch im Jahr 2018 die aufenthaltsrechtlichen Petitionen den größten Anteil der eingegangenen Petitionen, und diese Werte waren fast identisch. Einen deutlichen Unterschied konnte man jedoch bei den Herkunftsländern sehen. Da seit 2015 die westlichen Balkanstaaten als sichere Herkunftsländer festgelegt und die Asylverfahren beschleunigt wurden, ist der Anteil an Personen aus diesen Ländern deutlich zurückgegangen. Die meisten Petenten kamen 2018 aus Pakistan, der Türkei, dem Iran, Afghanistan und Algerien. Den Hessischen Landtag erreichen aber auch immer wieder Petitionen, in denen es um aufenthaltsrechtliche Fragen von Geflüchteten geht, die eigentlich unter die Dublin-III-Verordnung fallen. Eine in Europa nicht zu Unrecht umstrittene Verordnung, die diejenigen europäischen Staat verpflichtet, das Asylverfahren durchzuführen, in dem Asylsuchende die EU-Grenzen zum ersten Mal betreten.
Und gerade im Hinblick auf die vielen Außengrenzen, die sich Deutschland mit Nicht-EU-Ländern teilt, nämlich die Schweiz, wirkt dies auf mich eher obsolet und unsolidarisch. Im Verfahren für uns bedeutet diese Regelung aber auch, dass wir die Zuständigkeit in einem solchen Falle direkt an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge überweisen und somit nicht zuständig sind. Im Anschluss an eine Asylpetition, welche nach Sachen Rechtslage abgeschlossen werden muss, der Petent oder die Petentin jedoch ihren Lebensunterhalt in Deutschland selbst bestreiten kann, nicht straffällig geworden ist und gut integriert ist, bietet die Härtefallkommission die Möglichkeit, einen vermeintlich eindeutigen Sachverhalt mit Herz und Realismus noch einmal neu zu bewerten. So sind Menschlichkeit und unsere Verpflichtung, unsere Verfassung zu wahren, von noch größerer Bedeutung denn je geworden. Und wir sind froh, dass wir in diesen besonders schwierigen Fällen die Härtefallkommission anrufen können. Besonders auffällig war der Anstieg von Petitionen aus dem Bereich Datenschutz, die seit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Petitionsreferat eingegangen sind. Diese Petitionen lassen sich in drei Teilbereiche einordnen. Erstens Klagen über die Untätigkeit oder Nichtantwort auf Anfragen beim Hessischen Beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Zweitens inhaltliche Anfragen und Auskunftsersuche. Und drittens Anfragen, welche Daten im Landtag über Petentinnen und Petenten gespeichert werden. Dies war jetzt eine Kurzzusammenfassung des Petitionsberichts für das Jahr 2018. Für die kommende Wahlperiode und für meine zukünftige Arbeit als Ausschussvorsitzende liegen mir zwei Bereiche besonders am Herzen. Zum einen das Thema Öffentlichkeitsarbeit, um das Petitionsverfahren weiter zu werben, damit den Bürgerinnen und Bürgern das Recht einer Petition bekannter wird, sich mit einem Anliegen an die parlamentarischen Vertreterinnen und Vertreter besser wenden zu können. Hier müssen wir mehr über unsere Arbeit des Petitionsausschusses informieren und dies dann auch wirksam nach außen tragen. Wir machen das auch schon. Wir haben Informationen auf unserer Homepage. Wir bieten Bürgersprechstunden im Hessischen Landtag an, auf die wir auf der Homepage hinweisen. Und wir machen Ortstermine und wir haben einen Stand auf dem Hessentag. Und an dieser Stelle möchte ich für das vergangene Jahr noch einmal hervorheben, das Petitionsplanspiel mit Schülerinnen und Schülern des beruflichen Gymnasiums in Korbach, woraus im Anschluss ein wunderbarer Petitionsfilm entstanden ist. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir in diesem Jahr wieder eine Schule in Hersfeld gefunden haben und dort erneut das Planspiel durchführen. Wir machen schon viel in der Öffentlichkeit. Wir machen schon viel in der Öffentlichkeitsarbeit, aber es ist natürlich auch noch Luft nach oben. Wie in vielen Bereichen des Hessischen Landtags und in der Politik wissen die Menschen draußen nicht, was wir hier drinnen den ganzen Tag machen. Und das ist traurig, aber es ist die Realität, und das muss sich ändern, aus meiner Sicht. Wir werden in der kommenden Wahlperiode weiter Bürgersprechstunden anbieten, davon jedoch etwas mehr außerhalb des Hessischen Landtages, sodass die Bürgerinnen und Bürger z. B. auch aus Hessen eine niederschwellige Form der Bürgersprechstunde angeboten bekommen, weil der Weg ansonsten sehr weit ist und ich weiß nicht, ob man das so auf sich nimmt. Wir werden wieder mit einem Stand auf dem Hessentag vertreten sein und wir werden außerhalb von Wiesbaden Ausschusssitzungen stattfinden lassen, mit Besichtigungsterminen, Ortsterminen oder dies mit Bürgersprechstunden verknüpfen. Und mal schauen, was uns insgesamt im Ausschuss noch einfällt, um diese Öffentlichkeitsarbeit zu stärken. Darauf sind wir natürlich immer angewiesen, auf die Medien, die davon natürlich auch berichten. Und der zweite Bereich in dieser Wahlperiode wäre für mich ein modernes und fortschrittliches Petitionsgesetz. Aufgrund der Zeit möchte ich auf den Inhalt nicht tiefer eingehen. Das werden wahrscheinlich meine Redner nach mir noch tun. Hier könnte ich mir jedoch sehr gut vorstellen, dass wir gemeinsam im Petitionsausschuss mit dem Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Petitionsreferates, die tagtäglich mit dem Bereich zu tun haben, ein solches Petitionsgesetz auf den Weg bringen und mit einer breiten Mehrheit hier im Hessischen Landtag verabschieden. Ich komme jetzt zum Schluss. Und wie ein Sprichwort sagt, das Beste kommt zum Schluss. Ich möchte mich bedanken. Ich möchte mich bedanken bei meiner Vorgängerin Andrea Ypsilanti für ihre langjährige Arbeit im Petitionsausschuss hier im Hessischen Landtag, der das Thema Petition sehr am Herzen lag. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen der vergangenen Wahlperiode sowie in dieser Wahlperiode
für die Zusammenarbeit im Ausschuss. Ich bedanke mich bei den Vertreterinnen und Vertretern der Ministerien für ihre Stellungnahmen und für ihre Antworten auf unsere Fragen. Und natürlich bedanke ich mich bei Frau Engelhardt und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns tatkräftig zur Seite stehen. Und ich glaube, für die neuen Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss immer ein offenes Ohr für die Belange haben und die Kolleginnen und Kollegen sehr gut in das Petitionsrecht und in die Arbeit des Ausschusses eingewiesen haben. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön. Der Applaus hat jetzt 10 Sekunden gedauert. Ich war in Punktlandung. Vielen Dank. Frau Vorsitzende, herzlichen Dank für Ihren war sehr lieb. Dann eröffne ich die Aussprache. Der Kollege Pürsün, FDP-Fraktion, hat das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes ist der Petitionsausschuss ein sehr wichtiger Ausschuss des Landtages. Er gibt Ihnen ein Forum, wenn Sie den Eindruck haben, dass eine Landesbehörde ungerecht oder willkürlich gehandelt hat. Je nach Rechnung ist die Zahl der erfolgreichen Petitionen zwar nicht sehr hoch, dennoch ist eine Petition an sich immer wirksam. Selbst wenn eine Petition keinen Erfolg hat, so kann der Ausschuss, der sich damit beschäftigt hat, den Petenten die Gewissheit verschaffen, dass ihre Beschwerde von einer unabhängigen Stelle überprüft wurde. Andererseits gibt eine Petition den betroffenen Behörden die Gelegenheit, ihr Handeln zu hinterfragen und gegebenenfalls auch zu korrigieren. Auch die Landesregierung und das Parlament werden so auf das ein oder andere Problem aufmerksam, das in der Bevölkerung in einem mehr oder weniger hohen Maß vorhanden ist. Es geht in Petitionen auch immer wieder um Ermessensentscheidungen von Behörden. In solchen Fällen hilft es oft, eine Petition einzureichen, um damit eine Neubewertung dieses vorhandenen Spielraums zu erreichen. Welche Behörde möchte schon in ähnlicher Angelegenheit regelmäßig Anlass für Petitionen oder Beschwerden geben? Ich freue mich darüber, in meiner ersten Legislaturperiode in diesem Ausschuss mitarbeiten zu können, denn er bietet mir die Gelegenheit, auch weiterhin besonders nah an den Dingen zu bleiben, die den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes in ihrem täglichen Leben wichtig sind. Im Jahre 2018 waren vor mir meine Kollegen Blechschmidt und der Kollege Stefan Müller Mitglied des Petitionsausschusses. Ich wünsche dem Hessischen Landtag einen konstruktiv arbeitenden Petitionsausschuss, der im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zusammenarbeitet. Und ich wünsche mir in diesem Ausschuss Fraktionen, die den einzelnen Fall im Blick haben und nicht versuchen, die Landesregierung und ihre Landesbehörden vor Kritik in Schutz zu nehmen. Leider gibt es auch Beispiele, wie es nicht laufen sollte. Zum Beispiel ging im Jahre 2015 eine Petition unter anderem zum eklatanten Hebammenmangel in Hessen ein. Die Petentin hatte eine unbefriedigende Antwort des Ministeriums erhalten und wandte sich an den Petitionsausschuss. Unterstützt wurde die Petition mit mehr als 5.000 Unterschriften. Letztendlich musste der Petitionsausschuss die Petition abschmettern, und die Petentin bekam eine weitere unbefriedigende Antwort aus dem Ministerium. Es gibt Petitionen, meine Damen und Herren, die auf Missstände aufmerksam machen. Diese Missstände können zwar nicht unbedingt durch den Petitionsausschuss gelöst werden, erfordern aber politisches Handeln. Und das war hier dringend geboten. Zwischen damals und heute lag die Landtagswahl. Und wohl mein unermüdlicher Einsatz in Frankfurt zum Hebammenmangel scheint CDU, Grüne und Landesregierung zu einem kleinen Erkenntnisgewinn gesorgt zu haben. Haben Sie doch das Thema Hebammenmangel nun endlich zur Kenntnis genommen und ins Regierungsprogramm aufgenommen. Zweifel sind an der Ernsthaftigkeit zwar weiterhin angebracht, aber die Lernfähigkeit ist hier erwähnenswert. Eine Herausforderung wird sicher langfristig das Verhältnis zu privaten Petitionsplattformen bleiben. Sie sammeln virtuell mit wenigen Klicks viele Unterstützer, ohne je das Gleiche wie eine traditionelle Petition erreichen zu können. Denn Petitionen, die auf solchen Plattformen gesammelt werden,
sorgen zwar für Aufmerksamkeit, werden aber nie im Landtag behandelt. Problematisch ist dies, wenn Menschen diese Hoffnung irrtümlich hegen. Daher ist es wichtig, weiter und offensiv für Petitionen nach Artikel 16 Hessische Verfassung zu werben. Zu guter Letzt bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsreferats für ihre freundliche und kompetente Unterstützung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Pürsün. Das Wort hat die Frau Abg. Scheuch-Paskowitsch, DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, liebe Gäste! Das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden an den Landtag zu wenden, ist ein Grundrecht für jede und jeden, für alle. DIE LINKE sieht darin einen wichtigen Teil bürgernaher Demokratie. Petitionen können den Blick der Abgeordneten schärfen, nämlich für die gelebte Rechtswirklichkeit der Menschen. Oft eröffnet sich aus den Petitionen auch eine parlamentarische Kontrolle über den Umgang der Behörden mit den Gesetzen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Behördenfehlern ist für die betroffenen Menschen sehr wichtig und zeigt auch, wie demokratische Spielregeln funktionieren. Dass dies alles funktioniert, ist vor allem dem Petitionsreferat zu verdanken. Ich möchte diese Aussprache auch dazu nutzen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsreferates und der Ausschussvorsitzenden, Frau Manuela Strube, für ihre geleistete Arbeit und für die Vorlage des ausführlichen Berichts danken. Dieser gibt einen guten Einblick in die Arbeit des Petitionsausschusses im letzten Jahr. Meine Damen, meine Herren, es ist zu beobachten, dass die Zahl der Online-Petitionen angestiegen ist. Viele Menschen versuchen, einem Anliegen mit einer Unterschriftensammlung Gehör zu verschaffen. Die Zahl der Online-Petitionen übersteigt bei Weitem die Zahl der Petitionen, die beim Hessischen Landtag eingereicht werden, um einiges. Obwohl diese öffentlichen Unterschriftensammlungen nicht im Parlament behandelt werden und eventuell gar keine Veränderung bewirken, ist das Interesse daran sehr groß. Online-Petitionen werben eher außerparlamentarisch um Zustimmung für ihre Anliegen und rufen öffentlich zu Veränderungen auf. Es geht dabei nicht um die Überprüfung von Verwaltungshandeln, sondern um politische Ziele. Insofern sehe ich auch keine Konkurrenz zu den Petitionen des Landtags. Dennoch ist es überlegenswert, warum die Zahl der beim Hessischen Landtag eingereichten Petitionen rückläufig ist. Laut Bericht sind es, ja, wie Frau Strube erwähnte, 12% weniger. Ich denke, darüber sollten wir auch im Petitionsausschuss intensiv nachdenken. Durch den Petitionsausschuss wurde eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht und über das Petitionsrecht aufgeklärt. Der Ausschuss bot in den verschiedenen Regionen Hessens öffentliche Sprechstunden an. Dennoch sieht es so aus, dass das Angebot schwächer genutzt wird. Dass es weniger Anlässe für Petitionen gibt, ist wohl eher unwahrscheinlich. Es ist immerhin eine demokratische Errungenschaft, dass jede und jeder ein Anliegen überprüfen lassen kann. Schwierig erscheint mir auch der Blick auf die Bilanz der Petitionen. 34 Fälle wurden positiv behandelt, 29 Fälle teilweise positiv beschieden. Das sind lediglich 8% der über 1.000 eingereichten Petitionen. Leider ein neuer Negativrekord.
Die Anzahl der aufenthaltsrechtlichen Petitionen hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Nur der Schwerpunkt der Herkunftsländer ist ein anderer. Kosovo und Albanien waren früher stark vertreten, nun sind es Pakistan und die Türkei. Diese Verschiebung hat allerdings zu keinen besseren Bedingungen für den Aufenthalt der Menschen geführt. Nach wie vor leben Migrantinnen und Migranten in der Unsicherheit und in der Angst vor der Abschiebung. Fragwürdig ist es aus unserer Sicht auch, Pauschalpetitionen, die der Dublin-III-Verordnung unterliegen, an den Bundestag weiterzugeben, ohne darauf zu schauen, ob nicht ein besonderer Härtefall vorliegt. Hier sollte sich das Anliegen genau angesehen werden, bevor es weitergeleitet wird. Solange eine Petition läuft, besteht Abschiebeschutz. Der Innenminister kann aber diesen Schutz aufheben. Und im vergangenen Jahr gab es solch einen Fall. Ein Mann aus der Wetterau, der psychisch krank ist, wurde in der Psychiatrie verhaftet und abgeschoben. Herr Innenminister, das ist keine akzeptable Praxis. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Einige wenige Petitionen wurden an die Härtefallkommission weitergegeben. Dies hat in einigen Fällen ein positives Votum abgegeben. Wieso kann es dann sein, dass der Innenminister, der hier das letzte Wort hat, die Entscheidung der Härtefallkommission aushebelt? Leben wir etwa im Feudalismus? Herr Innenminister, in diesem Sinne wünsche ich dem Petitionsausschuss eine Stärkung gegenüber der Exekutive und eine erfolgreiche Arbeit in diesem neuen Jahr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat die Frau Abg. Heitland, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie im vorliegenden Bericht erwähnt, hat jeder das Recht, eine Petition einzureichen. Dieses Petitionsrecht bietet den Petentinnen und Petenten die Möglichkeit, sich ohne Kostenfolgen und niedrigschwellig direkt an die gewählte Volksvertretung zu wenden und Unterstützung für die eigenen Anliegen durch den Petitionsausschuss zu erhalten. Wir leisten demnach Basisarbeit, arbeiten an realen Sachverhalten und Fallkonstellationen oder, weniger technisch ausgedrückt, bekommen die Sorgen, Probleme und Nöte der Menschen direkt mitgeteilt. Im Jahr 2018 wurden wieder über 1.000 Petitionen eingereicht. Damit liegen wir im Schnitt der vergangenen Jahre. Es gibt also das dauerhafte und stabile Bedürfnis der Menschen, sich an den Hessischen Landtag zu wenden, unabhängig von kurzfristigen Ereignissen der Tagespolitik. Unabdingbar ist hierbei, dass absolute Vertraulichkeit gesichert ist. Die Menschen, die sich an uns wenden, vertrauen uns durchaus auch heikle Fälle mit sensiblen Informationen an und verlassen sich dabei auf unsere Diskretion. Daher tagt der Ausschuss richtigerweise auch nicht öffentlich. Wichtig ist weiterhin eine sachgerechte Behandlung. Jeder Einzelfall ist anhand des spezifischen Sachverhalts auf Basis der bestehenden Rechtslage zu bearbeiten. Der Petitionsausschuss darf sich selbstverständlich nicht über geltendes Recht hinwegsetzen und ebenso selbstverständlich keine Gerichtsurteile aufheben. Es ist sehr wichtig und nur fair, dass diese Grundsätze auch den Petentinnen und Petenten mitgeteilt werden, damit keine falschen Erwartungen und Hoffnungen an das Petitionsverfahren geknüpft werden. Genauso bedeutsam ist eine im Rahmen des jeweiligen Sachverhalts zügige Bearbeitung und Bescheidung der Petitionen sowie eine zeitnahe Umsetzung der Ergebnisse durch den Rechtsstaat. Wir müssen rechtliche Ungewissheiten und Unsicherheiten vermeiden, und es liegt auch im Interesse der Petenten, möglichst schnell Klarheit über ihre Anliegen zu erhalten, egal ob einer Petition stattgegeben werden kann oder nicht.
eine unnötige Verzögerung der Bescheidung von Petitionen aus parteipolitischen oder sonstigen Gründen ist nicht redlich, blockiert die Verwaltung und schadet letztendlich auch den Petenten, deren Zukunftsplanung von dem Ergebnis der Petition abhängig ist. Das gilt selbstverständlich für alle Arten von Petitionen. Wir sollten auch weiterhin die Unterschiede zu den sogenannten privaten Plattformen deutlich machen. Da bin ich ganz anderer Meinung als meine Kollegin Vorrednerin. Denn diese sind gerade nicht Teil des Petitionsverfahrens der Volksvertreter. Es werden teilweise willkürlich Beteiligungsquoren festgelegt, und den Unterzeichnern solcher Petitionen wird suggeriert, dass durch die Erfüllung der Quoten eine Petition erfolgreich sein könnte. Dabei gibt es keine Garantie dafür. Zudem finden diese Petitionen immer im Fokus der Öffentlichkeit statt. Anonymität ist überhaupt nicht mehr gegeben, meine Damen und Herren. Im Gegensatz dazu genügt es, wenn beim Petitionsverfahren des Landtags eine einzige Person ihr Anliegen dem Landtag übermittelt. Massenweise Unterschriften sind nicht nötig. Hier geht es um das Individualrecht und nicht das der Masse. Und deshalb ist es wichtig, dass alle Landtagsabgeordneten über die Möglichkeit von Petitionen informieren. Insbesondere natürlich wir, die Mitglieder des Petitionsausschusses, sind dazu aufgerufen. Bürgersprechstunden, unsere Präsenz am Hessentag und auch Ortstermine tragen dazu mit Sicherheit bei. Darüber hinaus gibt es mittlerweile einen sehr schönen Film, der im Rahmen eines Schulprojekts erstellt wurde und der auch sehr lehrreich für Schülerinnen und Schüler sein kann. Die Arbeit im Petitionsausschuss sollte sachlich erfolgen, auf Grundlage von Recht und Gesetz und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden gewiss nicht immer einer Meinung sein, und es wird sicher auch die eine oder andere Diskussion geben. Aber im Mittelpunkt sollte die Verantwortung gegenüber den Petenten stehen. Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei den fachlich zuständigen Ministerien und deren Mitarbeitern für die Unterstützung bei den verschiedensten Sachverhalten bedanken, auf die wir auch immer angewiesen sind, insbesondere unserem Innenminister und seinen Kolleginnen und Kollegen im Ministerium. Aber ein ganz besonderer Dank gebührt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsreferates mit Frau Engelhardt an der Spitze. Sie standen uns auch im vergangenen Jahr immer mit Rat und Tat zur Seite, stets freundlich und hoch engagiert. Vor allem mit Ihrer Hilfe und Unterstützung können wir den Anliegen der Petenten Rechnung tragen. Ich freue mich, dass Sie auch heute bei der Debatte alle hier anwesend sind, und sage im Namen der CDU-Fraktion, aber auch ganz persönlich herzlichen Dank. Wir freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Goldbach, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erst einmal herzlichen Dank an Frau Strube, die neue Ausschussvorsitzende, für die Vorstellung des Berichts. Heute ist es wieder soweit. Heute ist es wieder soweit. Einmal im Jahr beschäftigen wir uns hier im Plenum mit der Arbeit des Petitionsausschusses. Ich will das auch gerne tun mit einem Rückblick und mit einem Ausblick. Zuerst der Rückblick. Wir hatten, wie wir schon gehört haben, einen leichten Rückgang der neu eingegangenen Petitionen. Aber wenn man sich den Durchschnittswert durchguckt, sind wir auf einem völlig normalen Niveau. Wir hatten Ausreißer in 2015. Da hatten wir sehr viele Ausländerpetitionen. Also insgesamt ist der Eingang der Petitionen hier im Hessischen Landtag gleichmäßig. Von den eingegangenen Petitionen waren 22% Ausländerpetitionen. Also es ging um aufenthaltsrechtliche Fragen. Auch das ist ein Wert, der im Normalbereich liegt. Auch da hatten wir 2015 wesentlich höhere Werte. Wir sehen eben immer bei den Eingängen im Petitionsbereich, bei den Ausländerpetitionen, die gleiche Entwicklung, die wir haben bei den Zugängen von Asylsuchenden und Flüchtlingen in Hessen und in ganz Deutschland. Das spiegelt sich mit etwas Verzögerung immer auch im Petitionsbereich wieder. Ich möchte aber einmal abseits von Zahlen, Daten und Fakten über die Menschen reden, mit deren Schicksal wir uns im Petitionsausschuss befasst haben und die Kolleginnen und Kollegen sich auch in Zukunft befassen werden.
von Menschen, die nach Deutschland kommen und kamen, um hier zu leben, aus ganz unterschiedlichen Motivationen. Zum Beispiel von einem Ehepaar aus Äthiopien, das hochqualifiziert war, in kurzer Zeit Deutsch gelernt hat, deren Asylantrag aber abgelehnt wurde. Und am Ende eines langen Prozesses konnte die kommunale Ausländerbehörde tatsächlich für dieses Ehepaar eine Duldung aussprechen, nachdem alle Voraussetzungen erfüllt waren. Wir haben Beispiele von Menschen, die hierher kommen, denen wir tatsächlich dann im Petitionsverfahren noch einmal helfen können. Wir haben aber auch Fälle, in denen wir klar sagen müssen, aufgrund der Sach- und Rechtslage, hier können wir nichts mehr tun. Das ist oft sehr schwer und hart. Aber es ist eben so, wir können uns nur im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bewegen. Was ich aber ausdrücklich betonen möchte, ist, dass alle im Petitionsausschuss sich auch mit der menschlichen Geschichte befassen. Das heißt, wir erleben oft, dass unsere Petitionsausschussmitglieder, wenn sie eine Ausländerpetition vorstellen und sagen, das tut mir unendlich leid, dieser Fall. Ich kann das so gut verstehen, dass diese Menschen mit diesem Schicksal hierher gekommen sind und um Schutz gebeten haben, aber ich kann am Ende nichts tun. Es ist dort eine ungeheure große Humanität zu spüren in diesem Ausschuss, und ich hoffe sehr, dass es auch zukünftig bei der neuen Zusammensetzung dieses Ausschusses so bleiben wird. Wir waren beim Hessentag auch wieder gut vertreten letztes Jahr. Dort hatten wir einmal einen Stand, und zum anderen haben wir auch eine Diskussionsveranstaltung gemacht, neben dem Schulprojekt, was auch immer läuft. Bei dieser Diskussionsveranstaltung haben wir, und das fand ich eigentlich ganz gut, mal darüber geredet, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Online-Plattformen und dem Petitionsrecht im Hessischen Landtag. Und ich glaube, das ist etwas, das haben zum Glück auch schon meine Vorrednerin gesagt, das müssen wir immer wieder wiederholen. Den Anliegen der Menschen wird auf den Online-Plattformen nicht abgeholfen, gar nicht. Diese privaten Plattformen können auch keine Petitionen an den z.B. Hessischen Landtag weiterreichen, also hier Petitionen einreichen. Das können Petenten selber, Personen, Menschen, oder aber das können solche, die eine Vollmacht der Petenten haben. Aber eine Online-Plattform kann das nicht, auch wenn das oft so dargestellt wird von denen. Es ist nicht so. Und deswegen gilt es. Es ist auch richtig, dass das viele gesagt haben vor mir, und ich möchte es noch einmal wiederholen. Es gilt, das hessische Petitionsrecht müssen wir immer wieder nach außen tragen. Wir müssen es den Menschen erklären, so wie wir das in den Bürgersprechstunden auch letztes Jahr gemacht haben. Nur dort befassen sich Abgeordnete konkret mit konkreten Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, und es besteht auch eine Chance, dass ihnen geholfen wird. Zum Rückblick gehört natürlich auch der Dank. Dank an die Menschen, die ungeheuer viel in diesem Bereich gearbeitet haben. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats Petitionen. Dankeschön. Und Frau Engelhardt, die Leiterin, aber auch die ehemalige Ausschussvorsitzende Frau Ypsilanti, die jetzt nicht mehr dem Landtag angehört, für ihre sehr gute Arbeit. Und Ernst Ewald Roth, der war heute Morgen da. Ich weiß nicht, ob er immer noch hier ist. Ich glaube, kein anderer Abgeordneter hat so lange im Petitionsausschuss gearbeitet und sich dort so engagiert für die Menschen, die ihre Anliegen dort einbringen, eingebracht. Auch ihm möchte ich an dieser Stelle und heute mal danken. Ausblick. Wir haben Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Wir haben viele neue Abgeordnete. Ich wünsche Ihnen Glück, Erfolg. Ich wünsche Ihnen auch Spaß bei Ihrer Arbeit, die Sie dort erledigen werden. Und wir als Regierungsfraktion haben einen Auftrag, den wir uns selbst gegeben haben, nämlich ein Petitionsgesetz zu erarbeiten. Und das werden wir laut Koalitionsvertrag auch gerne in dieser Legislaturperiode tun und umsetzen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Das Wort hat der Abg. Ulloth, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich auch der Ausschussvorsitzenden danken für den Tätigkeitsbericht. Nicht nur Manuela Strube ist neu in ihrer Funktion, sondern der gesamte Petitionsausschuss hat sich nach der Wahl verändert. Von den 21 Kolleginnen und Kollegen der letzten Legislatur sind jetzt nur noch drei aktiv. Alle anderen sind neu. Auch ich bin einer derer, die neu sind.
An dieser Stelle in der Aussprache zum Petitionsbericht 2018 sprechen wir damit über die Arbeit vieler ehemaliger Kolleginnen und Kollegen. Und daher gilt zunächst Ihnen unser aller Dank für Ihre Arbeit in den letzten Jahren. Frau Goldbach hat es schon gesagt, und gestatten Sie mir daher auch eine Anmerkung in dieser Sache. In den letzten drei Wahlperioden hat in der Tat kein anderer öfter an dieser Stelle für die SPD-Fraktion gestanden. Und daher tue ich das heute mit einem Stückchen Demut und Respekt. Und daher danke ich Ihnen, dass Sie auch darauf hingewiesen haben. Die SPD-Fraktion schließt sich selbstverständlich auch dem Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien, aber auch besonders im Petitionsreferat an. Denn wir werden tatsächlich in den ersten Tagen unserer Tätigkeit und in den ersten Wochen sehr unterstützt. Frau Engelhardt, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung und Geduld. Die Zahlen und Fakten zum Tätigkeitsbericht liegen vor. Von den Vorrednerinnen und Rednern wurde dazu schon viel gesagt. Daher möchte ich nur auf ein paar grundsätzliche Dinge eingehen. Eine Petition ist das Recht des Einzelnen, sich direkt an die Volksvertretung zu wenden. Die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern und die Unmittelbarkeit des Wirkens eines Abgeordneten im Hessischen Landtag ist hier besonders spürbar. Das Petitionsrecht, meine Damen und Herren, ist daher ganz sicher kein angestaubtes Relikt aus alten Tagen, sondern so lebendig und wichtig wie eh und je. Die Menschen, die sich mit ihren Eingaben ganz gezielt an uns wenden, setzen in uns, dass wir uns darum kümmern, um ihre Belange. Wir müssen dem mit unserem Handeln gerecht werden. Und auch dann, wenn das nicht immer am Ende zu dem gewünschten Ziel des Petenten führt. Neben Online-Petitionen bzw. neben den großen Themen, die wir ansprechen wollen, hat ja unsere Vorsitzende bereits angedeutet, dass wir in der Öffentlichkeitsarbeit etwas tun müssen. Die erwähnten Sitzungen außerhalb des Gebäudes sind da ein Aspekt. Aber eben diese Online-Petitionen sind eines der zwei großen Themen, die wir angehen müssen. Im Tätigkeitsbericht wurde auf den Umgang mit den inoffiziellen Petitionsplattformen hingewiesen. Change.org und Open Petition sind dort zwei Beispiele. Diese privat betriebenen Online-Plattformen wecken den Anschein, als könne man sich über diese direkt an die Volksvertretung wenden. Wir wissen, dass dem nicht so ist. Die Frage ist aber, ob all jene, die eine solche Petition unterzeichnen, das auch wissen. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Genau wie mittlerweile in allen anderen Ländern ist in Hessen der elektronische Einreichungsweg eröffnet. Jedoch haben wir ansonsten in Sachen Online-Zugang zu Petitionen jede Menge Nachholbedarf. Wenn wir also wollen, dass der unmittelbare Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern zur Volksvertretung weiter verbessert wird, müssen wir das Petitionsrecht endlich ins Jahr 2019 holen. Dafür ist die Ermöglichung von Online-Petitionen nötig, die beispielsweise auch öffentlich einsehbar sind, diskutiert werden können oder auch eine Mitzeichnung zulassen. Hier muss man nicht das Rad neu erfinden, sondern kann sich durchaus an Lösungen auf der Bundesebene orientieren. Das zweite Thema ist der Umgang mit Petitionen, die wir immer noch über die Geschäftsordnung im Hessischen Landtag regeln, aus 1993 mit leichten Veränderungen im Jahr 2014. Das, meine Damen und Herren, ist leider auch etwas, das zeigt, dass wir nicht auf dem aktuellen Stand der Dinge sind. Wir wissen dahingehend, dass andere Länder weiterhin auch mit solchen überholten Geschäftsordnungen arbeiten. Dennoch sollten wir nicht in dieser guten Gesellschaft verharren, sondern uns mit den zukunftsorientierten Ländern gemeinsam auf den Weg machen, dort voranzugehen und das zu verändern. Die SPD-Fraktion, Frau Goldbach, Sie haben es angesprochen, begrüßt daher ausdrücklich, dass Sie diese beiden Vorhaben im Koalitionsvertrag stehen haben. Es sind beides Vorhaben, die wir schon seit Längerem angehen wollten. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Wir setzen an dieser Stelle auf Gemeinsamkeit und laden Sie ein und hoffen, dass wir gemeinsam uns auf den Weg machen können, dort etwas zu erarbeiten. Uns im Petitionsausschuss unterscheidet im Gegensatz zu anderen Fachausschüssen die Gemeinsamkeit. Da ist die politische Frage nicht die entscheidende, sondern die sachliche
Ich hoffe, dass wir da gemeinsam arbeiten können, und das hoffentlich auch in der 20. Legislaturperiode. An dieser Stelle auch noch einmal von meiner Seite herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss für den guten Start. Auch ich und wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit. Danke. Meine Damen und Herren, vielen Dank erst einmal. Das war die erste Rede des Kollegen Ulloth. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, jetzt kommt die Landesregierung, wenn sie möchte. Wenn nicht, auch gut. Bitte, Herr Innenminister. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will mich dem Dank sehr herzlich für die Hessische Landesregierung anschließen, an die vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen, die im Ausschuss diese wichtige Arbeit, dieses wichtige, herausragende Recht vertreten und bearbeiten und in vielen Stunden nicht nur in der Sitzung, sondern eben auch darüber hinaus im Aktenstudium und vor allen Dingen im Gespräch mit Behörden und mit Petenten dafür Sorge tragen, dass im Einzelfall vielleicht ein Stückchen mehr Gerechtigkeit erreicht wird als das, was ansonsten sozusagen die Verwaltungsvorgänge ermöglicht haben. Deswegen, liebe Frau Struber als Vorsitzende, Sie haben gesagt, der Bericht ist trocken, aber wichtig. Ich will das ausdrücklich unterstreichen, vor allen Dingen den zweiten Teil, dass er wichtig ist, weil er nämlich am Ende Rechenschaft darüber ablegt, was die Abgeordneten aus dem Petitionsrecht, diesem vornehmsten Recht der Bürgerinnen und Bürger, auch tatsächlich machen. Sie haben die Härtefallkommission angesprochen und sich darüber gefreut, dass wir damit eine Institution haben, die es ermöglicht, eben auch nach einer abgeschlossenen Petition in manchen Fällen, ausländerrechtlichen Fällen, Herz und Realismus noch einmal zeigen zu können. So haben Sie es ausgedrückt. Ich will das hier ausdrücklich unterstreichen. Allerdings muss ich auf das, was Frau Scheuch-Paschkewitz hier vorgetragen hat, schon noch einmal eingehen. Meine Damen und Herren, wenn der hessische Innenminister zu den Entscheidungen der Härtefallkommission ein entsprechendes Votum abgibt, dann tut er das im Rahmen des Gesetzes. Das hat nichts mit Feudalismus zu tun, meine Damen und Herren. Es ist Rechtsstaat, wenn im § 23a die Verantwortung halt eben der obersten Landesbehörde zugewiesen wird. Und es ist ja auch nicht so, wie Sie es hier den Leuten glauben machen wollen, dass die Härtefallkommission am Ende regelmäßig sozusagen bei den Entscheidungen durch den Innenminister in irgendeiner Form überstimmt wird, sondern es ist so, dass wir auch im vergangenen Jahr den weit überwiegenden Teil der Fälle, die in der Härtefallkommission positiv abgeschlossen worden sind, dass die auch entsprechend von mir so votiert worden sind. Ich will aber schon deutlich machen, dass wir auch in der Härtefallkommission, deswegen Herz und Realismus, wir haben in der Härtefallkommission auch Regeln, die zu beachten sind und die wir in Gesetzen festgeschrieben haben. Und daran werde ich und will ich mich auch in Zukunft halten. Das Petitionsrecht ist ein wichtiges Recht. Ich habe schon es angedeutet, dass wir manchmal in Gesetzen, wie es so schön im Juristendeutsch heißt, abstrakt generelle Lösungen den Bürgerinnen und Bürgern anbieten, die dann aber im Einzelfall nicht immer zu einer Gerechtigkeit führen, wie auch der Gesetzgeber es manchmal vorsieht. Deswegen stößt sozusagen die Wirklichkeit manchmal eben im Einzelfall auf diese Gesetze in einer Form, wie wir es eigentlich nicht wünschen. Und da ist der Petitionsausschuss genau das richtige Vehikel, das richtige Gremium, um dann eben zu schauen, gibt es Möglichkeiten über die Ausübung von Ermessen von Behörden, zum Beispiel, dass man eine Einzelfallgerechtigkeit eben herstellen kann durch die freundliche Beratung auch der Abgeordneten aus dem Hessischen Landtag gegenüber Behörden und Institutionen. Dafür sind wir Ihnen sehr, sehr dankbar. Sie helfen im Grunde dieses Recht, das Petitionsrecht, dieses herausragende Recht zum Leben zu erfüllen und dafür den Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen, die das leisten, noch einmal ein herzliches Dankeschön. Ich will aber
Ich will aber auch noch einmal deutlich machen, dass die Handlungsmöglichkeiten insbesondere der hessischen Behörden im Bereich des Asylrechts tatsächlich begrenzt sind. Das Vorbringen von Verfolgungsschicksalen, wirtschaftliche und soziale Lebensverhältnisse in den Ursprungsländern, medizinische Behandelbarkeit von Erkrankungen, das sind so Dinge, die uns natürlich im Petitionsverfahren immer wieder betreffen und die, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden, die aber nicht in unserer Zuständigkeit, sondern allein in der Zuständigkeit des Bundes liegen. Damit verstecken wir uns nicht hinter dem Bund, sondern wir weisen sozusagen oder wir weisen darauf hin, dass es eben klare Zuständigkeiten in unserem Land, in unserem Rechtsstaat für einzelne Rechtsbereiche und Rechtsgebiete gibt. Und ich finde, daran sollten wir auch immer denken, wenn wir uns mit den Petitionen und auch mit Härtefällen auseinandersetzen. Dankeschön an die Abgeordneten, habe ich gesagt. Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier des Petitionsreferates des Hessischen Landtages, die den Abgeordneten ermöglichen, ihre Arbeit zu leisten. Und vielen herzlichen Dank an die Mitarbeiter der Landesverwaltung in allen Ressorts, die sich bemühen, den Anliegen des Petitionsausschusses, der Abgeordneten und des Referates entsprechend nachzukommen, möglichst zügig nachzukommen. Sie leisten dort ebenfalls einen wichtigen Beitrag. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Damit ist der Bericht des Petitionsausschusses besprochen. Wir würden jetzt in die Mittagspause eintreten. Ich weise darauf hin, pünktlich um 15.15 Uhr geht es hier weiter mit der Vereidigung Staatsgerichtshof. Meine Damen, meine Herren, alles Gute. Bleiben Sie gesund bis zum Mittag. 15.15 Uhr, ihr Lieben. Sitzungsunterbruch.